Nied half zur Ehre. Das heißt, als nächstes zwei Schmieden. Das Gebäude ist fertig. Oh ja, wir können eine hier reinquetschen. Schon so gut wie erledigt. Das Gebäude ist fertig. So, Schmiede Nummer 1. Nur die zweite bauen wir hier an den Weg. Jetzt sehen wir auch irgendwie endlich mal die eigentliche Auswirkung, die die Konvokation so hatte. Weil das hier ist das sogenannte Elementarmeer. Ich glaube, es war Elementarmeer oder Elementarozean. Auf jeden Fall unbefahrbar. Als nächstes die Mondsilberhalle bauen. Dann fange ich mit der Eisenproduktion an. Da ist genug Platz, also ich kann hier eine Mondsilberhalle hinbauen. Eigentlich. Hier so. Schon so gut wie erledigt. Ich höre das Spiel. Kleinigkeit. Ja, jetzt haben wir so gut wie alles von der Insel aufgedeckt. Also ja, die letzte Angriffswelle wird auf jeden Fall dann vom Mosaik ja wieder selber kommen. Ich höre das Spiel. Okay, hier muss ich auch andersrum bauen, weil ich die Schmelze hier nicht reinkrieg. Schon unterwegs. Also egal wie ich sie drehe und wende, ich krieg sie da nicht rein.
Fresh ans Werk. Wird gemacht. Eine meiner leichtesten Übungen. Kleinigkeit. So, als nächstes brauchen wir dann einen Mittler. Wer hat ihr euch beide denn vertauscht? Ja, wahrscheinlich war es ich, aber trotzdem, wer hat euch beide vertauscht? Ihr wünscht? Das Gebäude ist fertig. Kleinigkeit. Schon so gut wie erledigt. Was wollt ihr? Auf mein Zeichen. Lasst uns anfangen. Das Gebäude ist fertig. Ja, das ist halt wirklich so der kleine Nachteil. Sag ich mal, wenn man ein Volk spielt, was auch nur eine Bauressource hat. Also in dem Fall Zwerge. Wobei bei den Elfen geht es eigentlich noch einigermaßen. So, jetzt müssen die noch... Was wollt ihr? Wie viel Stein brauchen wir denn jetzt noch? 350 hierfür und 150 hierfür, also 500 Stein. Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen anders. Ich schicke die dann nachher gleich ihre Mondsilbermine errichten. Die große Waffenkammer, die errichte ich dann mit den Steinmetzen, sobald wir den Stein dafür haben. Also kann ich dann schon mal Mondsilber sammeln gehen. Ich muss nicht noch auf die restlichen Steine warten. Das Gebäude ist fertig. So. Das wird mich jetzt schon wieder ein bisschen Ressourcen kosten. Da eine kleine Armee aufzubauen. Hier, sofort. Ich speichere sicherheitshalber mal. Jetzt sind wir schon mal so mutig und gucken mal, wo spawnt der erste Bulk und wie stark ist er wirklich. Ja. Teilstück einsetzen. Aus dem Untergrund ertönt ein entferntes Summen. Oh je, direkt bei unserem Monument. Mit dem Grauling-Heiler. Und ja, man sieht, es ist ein Teilstück mehr geworden. Wenn ich es jetzt so sehe, fehlen noch drei. Drei Teilstücke fehlen noch.
Ja, das ist der Hüter des zweiten Fragments. Das heißt, des dritten und des vierten Fragments werden wir auch noch töten müssen. Was steht unterwegs? Gibt es Arbeit gemacht? Was wollt ihr, Herr Wal? Ich höre. Kinderspiel. Was steht an unterwegs? Lasst uns Einigkeit. So, ihr baut mir jetzt eine große Waffenkammer. Wo passt du noch am besten hin? Ja, komm, bauen wir sie dahin. Ich wollte gerade sagen, unser Steinmetz hat aber einen komischen Hammer. Der hat nämlich eine Keule, um hier Pferdeköpfe zu modellieren. Also ja, in der anderen Hand wird er wahrscheinlich eine Meißel halten. Du da auch. Das heißt, unsere Heroes und 30 Wächter sollten die Gruppe gut ausschalten können. Und mit Wächter meint die Verteidiger. Also ja, Eisen kommt rein, Mondsilber kommt rein. Unser Steinmetz produziert sehr fleißig Steine. Das Gebäude ist fertig. Eine Einheit wurde aufgewertet. So, Verteidiger haben jetzt ihren Fernkampf. Und ich glaube, die erste Gruppe kann ich schon mit 20 in Angriff nehmen. Nur halt beim Mosaik selber sollte ich mehr als... Folgt mir. Also sollte ich die 40... geplanten Verteidiger haben, die ich haben möchte. Mondsilber wird zusammengebaut, das sieht sehr interessant aus, muss ich schon sagen. Eisen sieht da eher wie Eisen aus, also die... rostigen Klumpen. Und ja, die Mosaikwächter zu besiegen sollte mir auf jeden Fall reichen, Level 20 zu erreichen.
sehen, was wir dabei auch noch Nettes rauskriegen. Das wäre übrigens auch interessant, dass sie so in dem Fenster steht und alle anderen normal. Das ist ja auch der Fall, ja. Entweder wurden dann die Nicht-Heroes... Ja, sieht so aus, als wurden die nicht-menschlichen Heroes nicht im Patch angepasst.